Also Franzi, wenn du jetzt von alle deine Weiber, die was du in deinem Leben kennst, hast, verabschieden willst, dann weißt du was, dann brauchst du gar nicht auswandern, weil dann bist du die nächsten 10 Jahre bloß mit Verabschieden beschäftigt. Ja, bloß die wichtigsten halt, nicht? Die wichtigsten Frauen meines Lebens. Wo man halt auch ein bisschen mit dem Herzen dabei war, so wie die Dings zum Beispiel, die, wie hab ich jetzt geheißen, die, Herrgott, sag grad die, dass ich jetzt das Notizbuch nicht hab. Also hilf mir doch, nicht? Du hast das doch alle kennt, die meisten wenigstens. Ja, wen meinst du denn? Ja, die Dings. So einen kleinen Sprachfehler hat's gehabt und einen riesigen Bussen. Ah, nicht, Herr Kommissar, hat's immer gesagt. Die Vierlingen-Susi. Genau, die Vierlingen-Susi. Haben wir die Adresse? Nein, die haben wir nicht, weil das mit den Adressen, das machen wir später. Da rufe ich dann einen Wohlmüller an vom Einwohnermeldeamt und der macht das mit dem Computer. Wohlmüller, Wohlmüller. Ah. Wohlmüller, Renate, genau. Heute falsch, Wohlmüller hat's nicht geheißen. Renate hat's geheißen. Und in der Ohlmüllerstraße hat's gewohnt. Na, wie hat denn jetzt die Renate gleich wieder geheißen? Ernst Berger. Ehrensberger. Renate Ehrensberger. Adresse machen wir hernach. Jetzt nochmal zurück zur Vierlinger, Susi. Was schenke ich denn jetzt der? Ja, mei, schenkst dir halt auch eine Seife. Ach, eine Seife. Ja, wenn ich jetzt jede eine Seife schenke, noch begegnet die eine der anderen, die kennen sie ja alle untereinander, nicht? Und dann stellt sich heraus, dass jede eine Seife gekriegt hat. Na, die kriegt Pralinen. Und die Ehrensberger Renate kriegt die Seife. Nicht? Und die Rita, die kriegt das Kölnisch. Und die Anni kriegt wieder Pralinen. Und die Helga wieder Seife. Und die Gerte wieder ein Kölnisch. So, jetzt kommt da langsam eine Ordnung hinein. Jetzt haben wir nur mehr 3 Geschenke zur Auswahl. Das ist rationeller. Da brauchen wir jetzt 35 Pralinen, 35 Seifen und 35 Kölnisch Wasser. Macht 105 insgesamt. Ja, dann kriegt jede ein Foto. Brauche ich 105 Foto. Was für ein Foto? Ja, von mir zur Erinnerung. Ne? Ein schönes Porträtfoto. Also, Franzi, gell, ein bisschen Spinner, das ist schon. Ja, wieso denn? Schau mal, du musst ja denken, ich sehe alle diese Frauen wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder. Alle diese wunderbaren Frauen.